Ich habe mir den 6 anders zurückgelassen. Sie wissen gar nicht, wie man ein Boot steuert. Hm? Mama und Lukas. Oh, sie schaffen das schon. Niemand ist klüger als die beiden. Es blutet wieder. Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert. Da drüben gibt es Wasser. Ja. Scheint eine üble Wunde zu sein. Nicht doch ein bisschen. Ist das deine Insel? Ja, die sehen aus wie Zähne. Eine Zweizahninsel. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Auf einem Gemälde in Vaudans Labor. Sie ist also echt? Ich mach das. Sei bitte vorsichtig. Ja. Fertig. So schnell? Das ist aber schlecht verdeckt. Dankeschön. Du bist gut das darin. Das ist ein Großteil der Wunder. Und ohne dir weh zu tun. Hast du gut gemacht. Also, mein Herr, wir müssen eure Insel finden. Ja. Und einen Weg zur Küste. Hier hoch. Zwei Wege. Wir kommen ja auf eine Insel. Mit dem Boot. Gehe ich dem Wasser wissen, wo es ist. Meinst du, Mama wird böse sein? Sie wird nicht begeistert sein. Keine Sorge. Und glaubst du, diese Banditen folgen ihnen? Nein, sie sind nicht in Gefahr. Aber sie haben keine Waffen. Sie folgen euch. Sie fliehen oder tauchen unter, Yuko. Sieh nur die Blumen. Ja. Na komm, du magst Blumen. Aber was, wenn ihr Boot sinkt? Hugo, wissen Sie, wie man schwimmt? Ihnen passiert nichts. Versprochen? Ja. Warte, siehst du den Baum? Ich bin bestimmt schneller dort als du. Jetzt? Warum? Weil du ein kleiner Angsthase bist. Bin ich nicht. Selber. Dann beweis es. 3, 2, 1. Hey! Du bist selber ein Angsthase. Hoffentlich blutet es nicht wieder. Ich gewinne. Ich kann es ja. Halb so wild. Nicht beanstrengend. Nicht lustig. Doch. Irgendwie schon. Hast du dir wehgetan? Nein. Oh, sieh mal. Das ist eine schöne Feder. Sie ist so weich und blau. Sie muss von dem Nest dort oben gefallen sein, siehst du? Oh, ja. Wir suchen nach weiteren Nestern. Da finden wir bestimmt mehr Federn. Ja. Bis dahin mache ich aus dir einen... Einen Vogel. Ein Rittervogel. Ah, apropos, ich habe bei meinem Ausflug mit Lukas ein paar hübsche Blumen gefunden. Ach, die Sammlung, da muss schon wieder Sachen übersehen. Bei den Änderungen wahrscheinlich auch wieder. Willst du sie? Ich glaube, ich mag lieber Federn. Oh, na gut. Das war ein tolles Rennen. Ja, war's. Du hast noch Schmerzen. Nein. Was am meisten schmerzt, ist... dass ich ein Angsthase bin. Aber ein lieber Angsthase. Das ist aber nett. Nächstes Mal lasse ich dich gewinnen. Oh nein. Was, nächstes Mal bist du dran. Das war ein Blödsinn.
Tja, wo sollen wir denn überhaupt hier lang? Oh, hörst du das? Was ist das? Gesang. Klingt nach einer Messe. Gibt es hier eine Kirche? Mal sehen. Was ist das? Oha. Ein Markt. Nein, hier gibt es keine Stadt. Aber der Gesang kommt von dort. Vielleicht kennen Sie die Insel. Nicht, ob das so gut ja. Ist. Wir fragen Sie. Oh nein, das kann auch noch. Kann auch schlecht ausgehen. Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Hallo. Ja, wir haben uns wohl verlaufen. Warum singen die Leute? Oh, weil Messe ist. Wir sind auf Pilgerfahrt, also beten wir für eine erfolgreiche Reise. Oh, ihr seid auf dem Weg nach Rom. Ganz genau. Und ihr? Wo führt eure Reise hin? Auf eine Insel. Wir wissen nicht viel darüber. Unser Anführer Perö kennt die Umgebung gut. Er hilft euch sicher. Du findest ihn in der Nähe der Ruinen. Er liest die Messe, ruht ein wenig im Schatten. Ihr seht mitgenommen aus. Ja. Danke. Danke. Gern geschehen. Freundliche Leute. Was gibt's noch? Warum gehen Sie nach Rom? Weil nächstes Jahr das Jubiläum ist. Ein besonderes Jahr. Lass uns diesen Perö suchen. Achtung, Kinder! Nicht so schnell! Möge das Wetter so bleiben. Gut, das ist mal wieder ein schönes Thema. Riecht nach Eintopf. Gutes Näschen. Ich hab Hunger. Wie überraschend. Komm. Können wir was zu essen holen? Wenn wir eine Schale nehmen. Nicht, dass wir wieder ein Achievement verpassen. Meine tun wir sowieso, aber. Meine armen Füße. Bin zu viel gelaufen. Boah, dieser Werden wir den Papst in Rom sehen? Vielleicht, wenn wir Glück haben. Dort werden abertausende Menschen sein. Die Älteren behaupten sich gut. Ja, sie sind unerschütterlich. Ja, ihr Glaube ist stark. Hallo, Gans. Wir können hier wirklich nichts aufheben und mitnehmen. Sieht zum so aus. Melone essen. So ein kleines Snack. Mindestens. Hallo. 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 Geht's hier lang? Oh, da, eine Schaukel. Oh, die zu Hause war immer kaputt. Setz dich, ich schubs dich an. Mhm. Wirklich? Willst du nicht lieber? Nein, ich schubse dich an. Du bist müde. Also los. Verletz dich nicht. Schon gut. Schließ deine Augen und stell dir vor, du fliegst. Bekomme ich im nächsten Zuhause eine Schaukel? Am besten eine zwischen zwei Bäumen. Oh, ja, Apfelbäume. Hey, ich bin genug geflogen, glaube ich. Gehen wir zurück? Ja. Danke vielmals. Das war... Ich will meine eigene haben. Erst die Insel, dann ein Zuhause. Hochgestickte Ziegel. Upsah. Das ist die Erinnerung. Da haben wir ja viel zu viel dazwischen freigelassen. Ich muss mich besser umgucken.
Wie scheint es lang zu gehen? Hallo! Oh, hallo! Hallo! Da ist unsere Messe. Ist das da hinten Perö? Ja. Wartet, bis er fertig ist. Oh, Verzeihung. Wir warten hier. Vielen Dank. Mein Herr, ich suche deine Nähe. Beschütze diese demütigen Pilger, die sich in dunklen Zeiten nach Barmherzigkeit sehnen, auf ihrer heiligen Reise. Und empfange die Gebete der Bedürftigsten. Amen. 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 Ihr könnt jetzt zu ihm. Danke. Oh. Amen. Ha? Amen heißt nicht danke, weißt du? Ah, reden wir mit ihm. Hallo. Oh, hallo und willkommen. Ihr seid neu hier. Was das hier wird. Ja, und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen. Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom. Nein, wir suchen nach einer Insel. Sie hat zwei Zähne und da ist ein Vogel und ein See und da sind Blumen. Es ist wahrscheinlich eine Insel mit zwei großen Bergen. Man sagte, ihr könntet uns helfen. Aus dem Stand nicht. Aber ich habe irgendwo eine Karte des Mittelmeers. Wollt ihr sie sehen? Ja, danke. Das wäre perfekt. Ihr Leute! Oh oh. Wartet hier. Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen hat Soldaten getötet. Sie ist bewaffnet und gefährlich. Auf Geheiß von Graf Viktor von Arl durchsuchen wir dieses Lager. Ich erkenne einen schuldigen Blick. Aber was du auch getan hast, du bist immer noch ein Kind. Kommt mit mir. Oh, ein Hilfreicher. Wir müssen euch aus dem Lager schaffen. Folgt mir und bleibt unauffällig. Was ist hier los? Aus dem Weg! Zelte räumen! Sie suchen nach jemandem. Kooperiert und niemand wird verletzt. Bitte, tut uns nicht weh. Wir haben nichts irgendwelche getan. Irgendwelche neuen Pilger? Eindringlinge? Hier kommen jeden Tag neue Leute an. Werden sie uns verraten? Nein, aber ich hoffe, ihr tut Buße. Ich versuch's. Wir alle müssen uns dem Urteil stellen. Langsam, da sind noch mehr. Zwei. Ein Mädchen und ein kleiner Junge. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind so viele. Dann denk nach. Hey, vorsichtig! Zurück! Nein. Ärger. Versteckt euch unter dem Karren. Ich kümmere mich um sie. Komm, Amicia. Ich weiß. Und weiter geht's. Entschuldigung. Ja, was ist? Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Ja. Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen. Sie sehen zwar nicht verdächtig aus, aber wer weiß. Besser als nichts. Werfen wir einen Blick drauf. Ihr habt ihn gehört. Aufpassen und Augen offen halten. Gute Idee. Gehen wir jetzt, Amicia? Noch nicht. Warte auf sein Zeichen. Mhm. Hey, ihr da. Ich? Wie lange seid ihr schon in diesem Pilgerzug? Der Weg ist frei. Kommt. Ruhig. Gehen wir. Auf der anderen Seite des Pferdegeheges führt ein Pfad zum Meer. Habt unendlich Dank. Danke. Seid vorsichtig. Komm, wir müssen hier weg. Ich hoffe, die Soldaten tun ihnen nichts. Sie werden niemandem etwas tun, wenn sie uns nicht finden. Entfernen wir uns, soweit es geht. Einige Leute haben gerade einen Jungen und ein Mädchen im Lager erblickt. Scheiße. Oh nein, schnell. Ach, du Schande. Lauf, Hugo, geradeaus. Zu mir. Richtig, hier! Ach, oh shit. Blick nicht nein. An. Oh nein, Hugo! Da! Sie ist doch schon verletzt. Zu mir, wir sind hier. Ich brauche Verstärkung. Amicia! Oh. Mein Kopf, wir müssen weg. Ja, ja. Mir ist schwindelig. Verständlich. Deine Hand! Du blutest wieder. Gott. Sie ist gleich tot, wenn das so weitergeht. Hinterher! Stimmt uns noch. Tötet sie sofort! Wir müssen weg. Ja. Stimmt gleich noch annehmen.
In den Wunden nehme ich an. Wo sind wir? In einem Steinbruch. Da sollen wir rein? Es ist so dunkel. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Gehen wir rein. Wir dürfen nicht im Freien bleiben. Können wir irgendwas aufrüsten? Natürlich nicht. Wo sind sie? Weiß nicht. Nimm meine Hand. Du hast Soldaten getötet? Ja, ich hab mich verloren. Hast du mir nicht erzählt? Aus Scham. Bleiben wir bei der Sache. Können wir wahrscheinlich mal oben. Von oben kommen wir daran. Kümmer dich drum, Hugo. Alles klar. Ist offen. Gut gemacht. Sind das die Soldaten aus der Stadt? Ja. Aber sie waren nett. Sie wirkten nett, sind sie aber nicht, glaub mir. Was haben wir denn hier? Ein großer Hammer zum Hugo hergemacht. Macht er ja mal ausnahmsweise keinen Ärger. Sondern ist sogar sehr hilfreich. Meine Schaukel mit angeschubst. Amicia, dein Kopf! Ich weiß. Aber wir müssen weiter. Mach dir keine Sorgen. Mhm. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Waffen vorbereiten. Kann ich irgendwie also Pfeile kann ich nicht mal für die Armbrust, also Bolzen. Da haben wir eine Waffe gefunden und können sie jetzt die einsetzen, weil wir keine Bolzen für sie haben. Warte, Amicia. Da ist jemand. Ich höre nichts. Woher weißt du das? Ich spüre es. Es sind wohl die Ratten. Ich versuche mehr zu spüren. Willst du das wirklich tun? Ja, keine Sorge. Gut, sei vorsichtig. Ich suche jetzt Kuh gedrückt, um meine Verbindung zwischen Hugo und den Ratten herzustellen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja. Ich sehe sie. Sie sind hier. Eine Hexe. Soldaten. Moment. Wie? Die Ratten. Sie spüren das Blut der Menschen. Ich jetzt auch. Es ist wie ein Geräusch. Ein Echo. Und wo sind sie? Na, sie kommen. Wenn du willst, mach ich's nochmal. Schon gut. Gehen wir vorsichtig. Augen offen halten! Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück! Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an! Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. Ach, Scheiße, die kommen hier lang. Sollten wir es vielleicht nicht ersetzen? Ich habe meine Helme auf. Hm.
soll denn das werden? Oha, er kommt rum. Eine Tür, da oben. Amicia, den Kopf. Mir geht's gut. Die Ratten-Öko sind hier eine Bedrohung. Kommen sie. Nein, noch sind sie tief unten. Konzentrier dich auf sie. Das Mädchen. Sie hat erfahrene Soldaten getötet. Wer ich sehe mehr von ihnen. Du machst das gut. Für den Wall kämpfen keine Frauen und Kinder. Hier sind sie auch. Wie kommen wir hier raus? Sie ist besessen. Sie hat verbrennen müssen. Fahr zur Hölle. Weiter geht's. Ja, wir müssen hier raus. Sie sind hier lang. Ganz sicher. Oh nein. Und der hat doch einen Helm. Verschwunden? Wie das? Wir sind dahinter. Ganz sicher. Fliehen ist ach du Scheiße. Oh nein. Durchrennen ist auch manchmal eine Möglichkeit. Ja, das ist unser Fluchtweg. Ja, komm, durch da. Warum will sie denn nicht gehen? Durchrennen wird ja. Das Mädchen. Definitiv verhindert. Sie hat erfahrene Soldaten getötet. Wer ist sie? Eine Söldnerin des Walds? Für den Wall kämpfen keine Frauen und Kinder. Hier sind sie auch. Wie kommen wir hier raus? Sie ist besessen. Wir werden sie verbrennen müssen. Oh, ein Messer. Fahr zur Hölle. Finden sie sich auch so. Nicht. Was zur? Ist nichts. War das? Seltsam. Da lang. Wusste ich doch. Nicht gut. Da! Lass sie nicht entkommen! Scheiße. Lebst du noch? Hey! Tot? Aus dem Mörder mache ich Kleinholz! Das hat er gleich wieder vergessen. Sehr früh, ja.
mal. Kommen wir da ungesehen? Wie sollen wir da ungesehen durchkommen? Na dann. Steht doch im Ausgang. Das wird spannend. Hier sind wir schon 50 Mal angekommen. Gefühlt. Wenn wir den erschrecken, dann macht die doch, schlägt dort der doch einen Arm. Wir hauen weiter ab. Und den vielleicht von hinten mit dem Messer. Hier, eine Falltür. Ja, das ist unser Fluchtweg. Ohnmächtig? Kehr wieder auf Streife zurück. Hey, du! Lebst du noch? Tot. Komm nicht hier rüber. Ich finde seinen Mörder. Oder du findest es in zwei Minuten wieder. Bestimmt Bolzen. Nee, hätte natürlich nicht. Na runter jetzt. Oh, nicht jetzt. Amicia. Oh, lass mich. Wir sollten warten, Amicia. Nein, dann finden sie uns. Wir müssen das Gebäude erreichen. Ist das eine Kirche? Weiß nicht. Aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Das Buch Trinkheimung. Uns wurde berichtet, dass ihr hier sind. Sucht die Gegend ab. Fangt diese Hexe. Sie geben nicht auf. Oh, das sind Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Mehr als ich sollte. Wie sollen wir uns denn da noch schleichen? Hier sind wir doch im freien Feld. Wir schaffen. Moment. Weg frei. Sei vorsichtig. Du bist müde. Keine Sorge. Oh, das ist scheiße. Du kommst jetzt hier hoch. Na komm, steh auf. Was ist das? Los. Was zur? Wir haben hier eine Leiche. Sucht alles ist ab. Ist nichts. Nicht gut. Was zur? Was ist das? Nichts. Kommt doch hier hoch, Mann. Wir sind fast da. Amicia. Ja. Dreh wieder um. Was da würde ich nicht sagen. Das ist noch ziemlich am Anfang. Ach Gott, da sieht man sofort.
warum die auch alle auf einem Punkt sein müssen. Na komm, geht mir alle weiter. Lieber mal woanders suchen. Ja, gute Idee. Dann würde ich immer runterkommen. Hier ist alles sauber. Denn hier hat keinen Helm. Die können nicht weit sein. Ihr beide jetzt noch abholt. Was? Hier ist nichts. Nichts. Sag ich ja.